Hallo Trader, die heutige Aktie, die bietet ja ein spannendes Gemisch aus vielen Sachen. Sie verbindet eine Story mit ganz vielen Seitenarmen und ganz vielen Protagonisten. Und genau das macht es so spannend und so lukrativ, wenn die Idee eben tatsächlich aufgeht. Kleiner Disclaimer vorweg, noch bin ich nicht investiert in der Aktie, denke aber darüber nach, in der nächsten Woche dort einzusteigen. Ich werde euch dann informieren über meinen Telegram-Kanal, wenn ich es tatsächlich gemacht habe. In der letzten Woche hat die Aktie schon einen kleinen Vorstoß gewagt und ein kleines Kaufsignal geliefert, was jetzt aber bis Freitag wieder verschwunden ist. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Worum geht es? Wir haben hier verschiedene Stories, die zusammenlaufen und verschiedene Protagonisten mit verschiedenen Ideen bzw. Vorgehensweisen, wie sich die Aktie quasi entwickeln soll. Wir haben ein Short-Squeeze-Szenario, wir haben ein Merger-Arbitrage-Szenario, wir haben ja ein Wachstumsunternehmen, was in seinem Bereich sogar Marktführer ist und wirklich hervorragende Wachstumsaussichten an sich hat. Die Aktie hat sich seit ihrem All-Time-High gedrittelt und im letzten Monat sogar halbiert. Ja, also und das liegt nicht an der Aktie oder an der Bewertung der Aktie, sondern an der Geschichte, die ich euch jetzt erzählen werde. Und zwar geht es um ein Unternehmen, was im Bereich Online-Streaming, Livestreaming tätig ist. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht schon eine Aktie im Kopf haben, denn so viele gibt es nicht. In der westlichen Welt ist Twitch auf jeden Fall das Maß der Dinge und in China gibt es meistens dann eben auch Pendants dazu und gibt es auch hier und zwar ist es Huya. Huya hat am chinesischen Markt ca. 50% Marktanteil. Aber das allein ist es eben nicht, was die ganze Sache so spannend macht. Tencent ist mit über 50% bei Huya beteiligt. Wo sie aber noch sehr, sehr groß beteiligt sind, ist DouYu. Und im Oktober 2020 hat man sich überlegt, eigentlich kam diese ganze Idee aus dem Bereich Tencent, dass man die beiden verschmelzen könnte. Und das wurde dann auch von beiden Firmen tatsächlich angenommen und wurde eben darüber nachgedacht, das Ganze zu machen. Wohlgemerkt, wir haben jetzt April und daran merkt man schon, irgendwas scheint da nicht ganz zu stimmen. Beide Unternehmen sind im Online-Streaming-Bereich tätig und würden zusammen ca. 80% Marktanteil haben. Also Huya auf der einen Seite 50% und DouYu 30% auf der anderen Seite. Das ruft natürlich die Regulatoren in China auf den Plan und nicht nur Alibaba-Aktionäre wissen, dass das nichts Gutes bedeuten kann. In diesem Fall ist es aber anders. In diesem Fall könnte es sogar Huya-Aktionären helfen. Wie kommt das? Aus dem einfachen Grund, weil Huya aktuell sehr, sehr stark geschortet wird. Und zwar liegt das nicht daran, dass Huya eine schlechte Aktie ist, aber es liegt daran an den Bedingungen, unter denen dieser Merger, also dieser Zusammenschluss, diese Fusion stattfinden soll. Das würde nämlich bedeuten, dass nach aktuellem Stand DouYu-Aktionäre besser gestellt werden würden als Huya-Aktionäre. Und das lässt viele Ideen aufkommen, unter anderem bei Investoren und gerade bei großen institutionellen Investoren, die daraus eine Merger-Arbitrage machen möchten. Das bedeutet, sie shorten die Huya-Aktie und kaufen die DouYu-Aktie, weil sie dann einen statistischen Vorteil haben, wenn der Merger zustande kommt. Und genau hier ist der Knackpunkt, wenn der Merger zustande kommt. Und daran zweifeln immer mehr Leute. Gerade vor ein paar Tagen gab es zum dritten Mal Gespräche zwischen Tencent, Huya, DouYu und den chinesischen Regulatoren. Und was ist passiert? Man ist nicht großartig weitergekommen. Weil natürlich die chinesischen Regulatoren gerade in den letzten Wochen und Monaten besonders darauf achten, dass es A, keine Monopole gibt und B, dass gerade im Medienbereich sich keine großen Firmen bilden, die quasi eine Art Monopol tatsächlich bilden. Und das macht es ja so langsam wahrscheinlicher, dass vielleicht das Ganze nicht mehr zustande kommt oder nicht unter diesen Bedingungen. Denn bei der DouYu-Aktie gibt es nämlich noch weitere Probleme. Und zwar bieten sie auch Online-Lotterien an. Und das ist nach chinesischem Gesetz verboten. Also es gibt viele Gründe dafür, warum vielleicht diese Fusion nicht so zustande kommt, wie es jetzt aktuell geplant ist. Und genau da setzt die Idee an. Und das erkläre ich euch gleich. Zuerst erkläre ich euch ein bisschen was zu Huya. Denn Huya selber ist ein sehr, sehr lukratives und sehr, sehr spannendes Wachstumsunternehmen. Also fernab von dieser ganzen Fusionsgeschichte ist Huya als Unternehmen selber sehr, sehr lukrativ. Wie schon gesagt, mit 50% Marktanteil ist Huya die Nummer 1 in China im Online-Streaming. Huya hat ca. 180 Millionen, zumindest war das im vierten Quartal der Stand, 180 Millionen aktive Nutzer. Und obwohl sie jetzt schon profitabel sind und obwohl sie ein KGV fürs nächste Jahr zwischen
14 und 24 haben. Also da gehen die Schätzungen ein bisschen auseinander. Von diesen 180 Millionen Nutzer sind allerdings nur 3%, die tatsächlich auch bezahlen. Und trotzdem reicht es, um wirklich Huya jetzt schon zu einem lukrativen Unternehmen zu machen. Huya hat aktuell eine Bewertung von einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 3. Das ist für ein Unternehmen, was mit circa 30% pro Jahr wächst, relativ wenig. Das diesjährige KGV liegt bei etwa 34, was auch relativ gering ist. Hat natürlich auch mit dem Kurssturz zu tun. Und derzeit sind circa ein Drittel der Free-Float-Aktien geschortet. Also wirklich 33% der im Free-Float befindlichen Aktien sind geschortet. Ja, wie ihr seht, ist Huya selber schon ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, was man vielleicht auch gerne sich ins Portfolio packen möchte. Aber es gibt jetzt eben verschiedene Punkte, die wirklich vielleicht für steigende Kurse und vielleicht sogar für einen Short Squeeze sprechen. Fangen wir erstmal mit dem Negativen an. Der schlechtmögliche Punkt wäre eigentlich, dass die Fusion stattfindet. Aktuell bewertet der Markt das so, dass diese Fusion stattfindet. Das heißt, es dürfte keine weiteren negativen Auswirkungen haben. Man bekommt ein Unternehmen, was mit 80% Marktanteil tatsächlich noch weiterhin die Nummer 1 ist. Auch Duyo hat gute Zahlen, sieht auch sehr, sehr gut aus, weil auch die Duyo-Aktie relativ stark gefallen ist. Also wenn beide Firmen fusionieren, hat man als Huya-Aktionär jetzt keinen großen Nachteil. Als Duyo-Aktionär hätte man eben tatsächlich den Vorteil, dass man die Huya-Aktie sozusagen etwas günstiger bekommt. Was ist aber eben das negative Szenario? Das negative Szenario ist, dass die Regulatoren das Ganze abblasen, sagen, okay, unter diesen Voraussetzungen darf das Ganze nicht stattfinden, es besteht eine marktbeherrschende Stellung und wir untersagen das. Das wäre das bestmögliche Szenario eigentlich für Huya, weil das würde nämlich bedeuten, dass diese Merger-Arbitrage, was sich diese institutionellen und ja auch privaten Anleger eben vorstellen, definitiv nicht funktioniert. Und derzeit sind 33% des Free Floats geschortet und diese müssten dann natürlich wieder zurückgekauft werden. Und das könnte dann tatsächlich in einem Short Squeeze enden. Man hat sich vorgenommen, diese Akquisition oder diesen Merger, diese Fusion im ersten Halbjahr durchzubringen und dafür hat man jetzt nicht mehr viel Zeit. Also wir haben jetzt schon April, den Mai und Juni, dann ist das erste Halbjahr schon rum und das könnte, selbst wenn sich nichts tut, natürlich auch auf den Aktienkurs auswirken, indem vielleicht der Markt anfängt einzupreisen, dass das Ganze eben tatsächlich nicht stattfindet. Und dann hat man auf jeden Fall ein jetzt schon lukratives Unternehmen, was dann eben noch die Fantasie hat, dass es dort einen Short Squeeze gibt. Das sind alles Punkte, wo ich eben sage, hier überwiegen meiner Meinung nach die Vorteile gegenüber den möglichen Nachteilen, dass man ja gegenüber Duyo-Aktionären einen vielleicht etwas schlechteren Kurs hat, beziehungsweise ein etwas schlechteres Standing hat. Aber in jedem Fall, sei es die Fusion findet statt oder sie findet nicht statt, hat man hier eben wirklich, ja, in meinen Augen eine sehr, sehr fantastische Möglichkeit, davon zu profitieren. Technisch schauen wir uns das Ganze nämlich nochmal an. Wie wir hier sehen, aus technischer Sicht ergeben sich noch keine direkten Kaufsignale. Wir sehen zwar, MACD und Stochastik sind schon sehr, sehr weit unten, aber es gab noch kein Crossover und dementsprechend ist das noch kein Kaufsignal. Aus diesem Grund, wer jetzt wirklich schon dabei sein möchte, so wie ich wahrscheinlich, steigt schon mal mit einer Tranche ein und falls der Kurs weiterfällt, kann man eben noch eine zweite und eine dritte Tranche kaufen. Aber sollte es vielleicht dann tatsächlich in den nächsten Tagen schon dazu kommen, dass die Aktie zu steigen beginnt, dass sich Kaufsignale bilden, ist man auf jeden Fall dabei. Aber was sagen die Analysten zu dem Ganzen? Im Februar und im März gab es einige Abstufungen bei den Analysten. Ich blende euch hier mal ein Bild ein und wie ihr seht, gibt es nur eine Kaufempfehlung, der Rest sagt neutral und halten und so weiter. Und dennoch ist jedes Kursziel von diesen Analysten 10 bis 20, teilweise 30% über dem aktuellen Kurs. Also auch aus dieser Sicht, ja, ist es eigentlich als Kauf zu werten, weil die Analysten sagen, die Firma hat eben Potenzial bis Mitte 20 Dollar zu steigen. Was man auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ist das PEG-Ratio, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum Wachstum. Ein Ratio von 1 besagt, dass das Unternehmen etwa genauso stark wächst, der Gewinn etwa genauso stark wächst und ja, dass der Kurs quasi fair ist aktuell. Bei Huya liegt das PEG-Ratio bei 0,4. Also es das heißt wirklich absolut unterbewertet, wenn man sich das aktuelle Wachstum ansieht. Und das sieht man eben tatsächlich auch daran, dass das KGV im nächsten Jahr eben bei zwischen 16 und 24 tatsächlich ist. Und das ist eben wirklich eine absolut super Chance, ein super Unternehmen zu einem sehr guten Preis zu bekommen. Unbeachtet der Risiken,
oder eben der Chancen. Also aus meiner Sicht überwiegen die Chancen um ein weiteres. Ich hoffe, die Ausgabe hat dir gefallen und ja, freue mich natürlich über ein Like und wenn du in meinen Telegram-Kanal kommst. Also bis dann, dein Mike.